Heute mal ein kurzes, schmerzloses Hallo und Willkommen. Also Drax, so wortkarg bin ich dich gar nicht gewohnt. Hab nur viel nachgedacht. Oho, worüber Drax? Über die allgemeine Situation. Puh. Drax, der Philosoph. Was ist dabei herausgekommen? Noch nichts. Naja, wenn man denkt, dass Philosophen, das sind übrigens Leute, die sehr viel nachdenken, warum Dinge so sind. Philosophen, wie gesagt, die brauchen oft sehr lange, um auf was drauf zu kommen. Dann lassen wir das Thema einfach mal und beginnen mit dem Unterricht. Ist das okay, Drax? Ja. Ja, Drax. Zeit für Sachunterricht. Drax? Drax? Hey Drax, was hast du da im Schnabel? Lass schon los! Huh! Kinder, das müsst ihr euch mal geben. Ein Foto mit Drax drauf. Und mit einem seiner früheren Herrchen offensichtlich. Drax, ist das der berühmte Zauberer, von dem du mir erzählt hast? Naja, vielleicht haben wir heute noch Gelegenheit, ein bisschen zu zaubern. Aber für den Moment, Drax, warst du eigentlich schon beim Zahnarzt? Ich beim Zahnarzt? Wozu? Vögel haben keine Zähne. Stimmt, der hat keine Zähne. Schon gut, reg dich nicht gleich auf, Drax. Ich wollte ja nur eine gute Überleitung zu unserem heutigen Sachunterrichtsthema machen. Zu den Sinnesorganen. Sinnes? Was? Sinnesorgane. Damit erkennen wir, auch du, was rund um uns passiert. Dazu gibt's ein schönes Arbeitsblatt, das ich den Kindern oder ihren Eltern schon in die WhatsApp-Gruppe geschickt habe und das aber auch jetzt eingeblendet wird. Das heißt, du kannst auch am Bildschirm mitlesen. Lies jetzt bitte oben rechts der Text, der in keiner Farbe unterlegt ist. Und die Überschrift steht übrigens genau in der Mitte in der Wolke drinnen. Sinnesorgane. Mit den 5 Sinnesorganen nehmen wir alles wahr, was rund um uns ist. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Und statt tasten kannst du auch sagen spüren und fühlen. Du denkst vielleicht, dass sprechen auch ein Sinn ist. Ist es aber nicht. Sprechen dient dazu, anderen etwas mitzuteilen. Auch atmen mit Nase oder Mund ist kein Sinn. Alle Sinne liefern deinem Gehirn die Informationen. Das Gehirn entscheidet dann, was du tust. Die meisten Sinne sind an deinem Kopf, außer einer. Weißt du schon welcher? Gut, kommen wir zum ersten Sinnesorgan und zwar zum Auge. Das ist der Text links oben. Das Auge, sehen. Du brauchst 2 Augen, dass du 3D sehen, das bedeutet räumlich sehen, dass du etwas vorne und hinten erkennst. Bei Menschen, die nicht sehen können, also blind sind, werden die anderen Sinne sehr verstärkt.
Der nächste Sinn, das ist der Text, rechte Seite in der Mitte. Das Ohr, hören. Wenn du dein Ohr mit der Hand zu einem Trichter formst, so wie ich dir das gerade zeige, hörst du noch stärker oder noch besser. Probier es einfach mal aus. Und du kannst auch dann das Ohr zuklappen und merken, wie du dann hörst. Probier das mal mit beiden Ohren und schau, wenn du sprichst, ob du noch etwas hörst. Und du wirst draufkommen, du hörst noch etwas. Aber nur, wenn du selber sprichst. Das Video hörst du nicht, wenn du beide Ohren zuklappst. Unser dritter Sinn, der steht jetzt links am Blatt in der Mitte, die Nase oder riechen. Und dazu eine kleine Information, beim Nasenbluten ist es meistens so, dass dein Körper irgendetwas Schlechtes abwehren möchte und mit dem Blut hinaustransportieren will. Denn das Blut ist in deinem Körper die Substanz, die alles transportiert, was wichtig ist. Der nächste Sinn, der steht jetzt rechts unten. Die Zunge. Schmecken. Miam, miam, miam. Wenn man unhöflich sein will, zeigt man einem anderen die Zunge. Die ist aber für dich sehr wichtig, denn du schmeckst mit ihr dein Essen. Und an der Zungenspitze sind noch dazu Tastnerven versteckt. Aber das Wörtchen Tastnerven passt gleich zum fünften und letzten Sinn und der steht auf dem Blatt unten in der Mitte. Die Haut tasten, spüren und fühlen. Auch die kleinen Haare in deiner Haut haben Tastnerven. Für blinde Menschen ist der Tastsinn neben dem Hören ganz besonders wichtig. Sie lesen die Blindenschrift, die siehst du auf dem Bild links unten, durch Tasten mit ihren Fingerspitzen. Jeder Buchstabe und jede Zahl ist eine Kombination von kleinen erhöhten Punkten. Das Blatt ist nicht glatt, das sind immer kleine Erhöhungen. Und damit entstehen für den blinden Leser Buchstaben, Wörter, Sätze und Texte. War's spannend? Ich hoffe. Auch am Mittwoch geht's natürlich nicht ganz ohne Mathematik. Wir sind im Drucksbuch Teil B, Seite 105. Das ist die rechte Seite. Die Nummer 1 lasse ich jetzt ganz bewusst aus, denn da müssten wir wirklich gemeinsam hier sitzen können und erklären. Und das geht im Moment leider nicht. Also beschränken wir uns darauf, in der uns bekannten Weise das Ganze zu lösen. Erste Rechnung 12. Das heißt, 12 Blättchen, du musst sie zeichnen. Dann musst du natürlich die Ausgangszahl hier eintragen. Ich habe es bewusst mit Farben gemacht, weil es dir ein bisschen helfen soll. Du streichst jetzt Blättchen durch, ich drehe wieder um. Wie viele Blättchen darf ich umdrehen bis zum Zehner? Es sind 2. Das kommt hier hinein. Und hier sind wir dann jetzt beim Zehner. Der Zehner kommt in die nächste Zeile weiter. Wir wissen jetzt schon vom letzten Mal, diese 2 zusammen müssen 6 sein. Was fehlt hier also noch? Heb bitte so viele Finger.
Ja, jetzt hast du es noch rechtzeitig korrigiert. Sehr gut. Es sind wirklich 4. Das heißt, ich muss noch 4 Blättchen durchstreichen in deinem Falle. Ich drehe sie um. Und wie viele bleiben über? 5 plus 1 sind 6. Das zweite Beispiel. Du musst jetzt wieder deine Blättchen malen. Ich bin ein bisschen schneller jetzt. Aber du kannst dir ja Zeit lassen. Du kannst das Video auch kurz stoppen. Wenn du deine 13 hast, magst du wieder weiter. Wir beginnen wieder, die Ausgangszahl einzutragen und schauen, wie viele sind es bis zum 10er. Es sind 3. Diese 2 zusammen müssen 5 sein. Wie viele werden wir noch weggeben müssen, nachdem wir hier mal den 10er richtig eingetragen haben? Wir müssen noch, ja, so viele Finger, richtig, alle haben 2 Finger gehoben. Und ich muss hier noch 2 umdrehen. Wie viele bleiben über? 5 plus 3 sind natürlich 8. Ich glaube, jetzt hast du mit diesen Beispielen der Nummer 2 kein Problem mehr. Nummer 3 darfst du mit Blättchen lösen oder auch nicht. Ja, liebe Kinder, ein bisschen was hätte ich noch von Mathematik für euch. Und zwar 1, 2, 3, Mathe ist keine Zauberei. Das werden wir gleich mal schauen, ob das funktioniert. Ich brauche nur aus dem Hintergrund einen Zauberspruch vom Drax. Abracadabra! Danke. Warum schaut ihr so überrascht? Hey, Drax hat wirklich gezaubert. Es kam plötzlich was an die Tafel. Aber das ist noch ein bisschen wenig. Drax, vielleicht musst du einen besseren Zauberspruch sagen, dass mehr passiert. Bitte, Drax. Sim, Sala, Bim. Ha, Kinder, hat sich was ge... Hey, fast perfekt. Aber Drax, da fehlt noch was. Bitte einen letzten Zauberspruch, aber jetzt will ich alles an der Tafel haben. Also, Drax. Schneckenschleim und Krötenpisse. Puh, das war ein unanständiger Zauberspruch. Drax, was ist dir da eingefallen? Der kann ja gar nicht gewirkt. Er hat doch gewirkt. Also Kinder, der Drax hat uns hier jetzt etwas zum Rechnen an die Tafel gezaubert. Und wir haben das schon mal kurz kennengelernt. Einen Zahlenstreifen. Später wird es dann mal ein Zahlenstrahl. Und wir werden gleich ein paar Rechnungen gemeinsam damit machen. Beginnen wir mit 13 plus 6. Wichtig, du suchst dir immer auf dem Zahlenstreifen die erste Zahl der Rechnung. In diesem Fall 13. Bei 13 beginnst du. Plus 6 bedeutet 6 Schritte auf dem Zahlenstrahl, wo du dann landest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist jetzt dein Ergebnis. 13 plus 6, das kann man hier durch einen Bogen kennzeichnen, sind 19. Zweite Rechnung, 12. Wir suchen uns wieder die Zahl. Achtung, alle Kinder in der Klasse rufen Stopp, wenn ich bei der richtigen Zahl bin. Das habt ihr super gemacht. So, und jetzt machen wir es wieder mit dem Stopp aus dem Wohnzimmer. Ich mache einfach Schritte und du schreist Stopp in deinem Wohnzimmer, wenn ich aufhören soll. Ich hoffe, ich höre es gut. Ja, nicht so laut, ich habe eh schon gebremst, Kinder. Also, 1, 2, 3, 4 Schritte. Und wir landen bei 16. Schwierig? Nein. 9. Ihr sagt wieder Stopp, wenn ich bei der richtigen Zahl bin. Ja,
Ja, Kinder, ihr seid heute so energisch. Super. Und jetzt werdet ihr merken, bei plus 7, wir kommen über den 10er. Wie viele Schritte mache ich denn jetzt bis zum 10er? Eins. Einen Schritt bis zum 10er. Aber es ist noch nicht aus. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wir landen bei 16. So geht's bei Plus. Glaubst du, funktioniert das auch mit Minus? Mit den Schritten. In welche Richtung musst du bei Minus gehen? In diese Richtung oder in diese Richtung? Alle Kinder, die sagen, wir gehen in diese Richtung bei Minus, heben jetzt die rechte Hand. Alle Kinder, die sagen, wir gehen in diese Richtung bei Minus, heben die linke Hand. Hey, super. Die Mehrheit, ich sehe schon, ein oder zwei haben doch die rechte Hand gehoben, aber die linke ist natürlich richtig. Es wird weniger. Das heißt, wir müssen in diese Richtung gehen. Ansonsten funktioniert das Prinzip genauso. Wir suchen uns die erste Zahl. In dem Fall die 16. Und wir gehen Schritte, aber jetzt zurück. Wie viele Schritte gehen wir jetzt in diese Richtung? Perfekt, 4. Und wir landen bei 12. Ich bin sicher, wenn du mit dem Kopf rechnest, kommst du da ganz genau auf das gleiche Ergebnis. Die nächste, 19 minus 8. Ihr sagt wieder Stopp, wenn ich bei der richtigen Zahl bin. Ich fange halt bald schon bei 10 an, weil 19 ist über 10. Gut, Kinder. 19. Wie viele Schritte zurück in diese Richtung? 8. Ihr sagt Stopp, wenn ich richtig bin. Okay? Super, habt ihr mich hier eingebremst. 19 minus 8 Schritte, schreibt man dann immer so hin, sind also 11. Wir suchen uns wieder die Anfangszahlen und die heißt, ich gehe mal auf die Seite, die heißt 14. Die ist hier versteckt. Und wir gehen wieder Schritte zurück. Es könnte sein, dass wir jetzt unter den 10er kommen. Schauen wir mal, wie viele Schritte es bis zum 10er sind. Ist das schon der Schritt zum 10er? Nein, richtig, du musst wirklich bis zum 10er. 4 Schritte bis zum 10er. Und wie viele Schritte brauchen wir? Noch 2 dazu. Das heißt, wir landen bei 8. In der aufgeteilten Schreibweise wären das jetzt 4 bis zum 10er und 2 bis zum 8er und zusammen sind es natürlich 6 Minusschritte. Und jetzt haben wir die Mathematik für heute endgültig geschafft. Ja, Prax, da sind wir wieder mit der Fortsetzung unserer Geschichte vom Buchstabenfresserchen. Prax. Jetzt machen wir es mal so, wir wollen wissen, was die Kinder zu Hause wissen. Ich stelle die Frage, wir hören uns die Antworten an aus den Kinder- und Wohnzimmern und du sagst ihnen, ob es richtig oder falsch ist. Ist das okay? Okay! Gut, Kinder. Meine erste Frage. Was hat denn der Herr Dill, ihr wisst schon, das ist der schlaue Mann mit den vielen, vielen Büchern, wie viele Bücher hat er denn? Wer hat sich denn das gemerkt? Hey, Drax, hast du das gehört? Die Kinder haben gesagt 30. Oje! Es sind ja viel mehr. Nämlich? Ah, jetzt habe ich es auch gehört. Drax, du auch? Was haben die Kinder denn gesagt? 3000! Und stimmt das auch, Drax? Super, Kinder, perfekt. Also, was hat denn dieser schlaue Herr Dill festgestellt, nachdem er sich ein Lexikon geholt hat, muss man dazu sagen?
Aha. Es gibt da ein Wesen namens... Nein, nicht Drax. Der sitzt hier. Bin kein Buchstabenfresser. Stimmt, Drax. Du machst zwar viel Blödsinn, aber solchen Blödsinn nicht. Also Kinder, ein Buchstabenfresser ist aus diesem Ei geschlüpft offensichtlich. Das stellt der schlaue Herr Dill fest. Und jetzt wissen auch alle, warum da so viel schiefgegangen ist. Aber warum eigentlich? Der hat ja noch gar keine Buchstaben gefressen, sondern nur... Drax, stimmt das, was die Kinder gesagt haben? Sicher! Ihr habt gesagt, er hat die Buchstaben vertauscht. Und so wurde aus einer Schale eine Schule. Aus einer Schule wurden... Richtig? Perfekt! Schuhe. Und jetzt haben wir aber noch das Problem, dass aus dem Hammer von Papa ein Schaf wurde. Und schauen wir mal, wie der Herr Dill das auflöst. Herr Dill überlegte einen Augenblick und kratzte sich dabei hinterm Ohr. War das ein weibliches Schaf oder ein männliches? Fragte er dann. So genau habe ich es mir nicht angeguckt, sagte Papa. Warum fragen Sie das? Weil es bestimmt ein männliches Schaf war, sagte Herr Dill. Wie man ja weiß, heißt das männliche Schaf Hammel. Der Buchstabentauscher brauchte also nur das R vom Hammer mit einem Öl zu tauschen und schon war da ein männliches Schaf. Und was ist mit meiner Bonbonbüchse? Fragte Claudia. Herr Dill sagte, darf ich erfahren, was an der Stelle lag oder stand, wo vorher die Büchse gewesen war? Eine olle Hose in einer doofen Farbe, die mir überhaupt nicht steht, sagte Claudia. Außerdem ist sie mindestens 2 Nummern zu groß. Aha, eine Hose also. Dachte ich mir's doch, sagte Herr Dill. Zu einer Bonbonbüchse kann man genauso gut Bonbondose sagen. Er hat einfach das D der Dose mit einem H vertauscht. Stimmt, rief Mama. Und jetzt kann ich mir auch den fehlenden Tisch erklären. Er hat das T mit einem F vertauscht. So kam Papa zu seinem Fisch. Ja, und was machen wir jetzt? Fragte Papa. Wie wird man einen Buchstabentauscher möglichst schnell wieder los? Herr Dill kratzte sich hinterm Ohr und sagte, das ist nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Hier im Buch steht die einzige Möglichkeit, einen Buchstabentauscher wieder loszuwerden, ist die, ihn in sein Ei zurückzulocken. Er fühlt sich nämlich im Ei ganz wohl und verlässt es nur ungern. Aber wie soll man ihn hineinlocken, wenn es gar kein Ei mehr gibt? Eigentlich ist das Vertauschen doch recht lustig, sagte Claudia. Ich bin schon ganz gespannt, was er morgen früh vertauscht hat. Herr Dill machte ein bedenkliches Gesicht. Man darf das nicht zu leicht nehmen, warnte er. Ich würde euch raten, jede Nacht das Licht in euren Zimmern brennen zu lassen, damit er nur noch im Keller oder im Flur sein Unwesen treiben kann. Der Buchstabentauscher ist, wie gesagt, sehr lichtscheu. Eigentlich ist er recht gutmütig, aber er ist sehr verspielt und merkt gar nicht, was er Schlimmes anrichtet. Hier! Guckt euch dieses Bild an und lasst es euch eine Warnung sein. Er zeigte Papa, Mama und Claudia ein Bild aus dem Buch. Dieser arme Mensch hier ist ein besonders geplagtes Opfer des Buchstabentauschers. Wie man sieht, ist jetzt, da wo früher mal die Nase war, ein Hase. Statt der Hände hat der arme Mensch nun Hunde.
Und an seinem Bauch ist, wie man hier erkennen kann, nicht mehr sein Nabel, sondern eine Gabel. Um Gottes Willen, rief Mama, stell dir vor, er verwandelt den Vater in einen Kater, das Kind in ein Rind und die Mutter in Futter. Da frisst er mich ja womöglich auf. Das würde ich nie tun, versicherte Papa. Selbst als Kater nicht. Ich würde lediglich den Fisch essen. Kater lieben nämlich Fisch. Aber wir werden trotzdem bei Licht schlafen. Das kann ich nur begrüßen, sagte Herr Dill. Und lassen Sie keine wertvollen Gegenstände im Dunkeln liegen. Nicht, dass morgen aus Ihrer Jacke eine Hacke, eine Zacke oder eine Backe geworden ist oder womöglich noch etwas Schlimmeres. Herr Dill verabschiedete sich und ging mit seinem Buch nach Hause. Hey, Richard, weiterlesen! Nein, Trax, für heute ist's genug. Weißt du was, Trax? Was? An sich haben wir ja Freitag keine Trax-Show, weil Feiertag und schulfrei ist. Aber wie wär's, wenn ich den Kindern am Freitag einen weiteren Teil der Buchstabenfresser-Geschichte schicke? Hm? Was sagst du dazu? Das wäre super! Okay, Trax, dann machen wir das auch so, ja? In diesem Sinne, Kinder, Freitag kommt eine ganz kurze Trax-Show, nur Buchstabenfresser, aber immerhin. Nun, Trax, nachdem heute schon so viel gezaubert wurde, nochmal groß den Zauberer, bei dem der Trax früher war, sag mal Abracadabra. Warum? Weil ich etwas herzaubern will. Na gut, Abracadabra. Hat funktioniert, Trax, bravo. Kannst du dir nicht erklären, oder? Nun, es hat aber auch einen Sinn, dass hier plötzlich ein Pokal steht. Weißt du auch, wer sich diesen Pokal verdient hat? Die Kinder natürlich, denn die Kinder haben doch alle... Oje, was ist jetzt passiert, Trax? Also gut, fast alle bisher so fleißig gearbeitet. Na super, aber Richard, für wen war die Zitrone? Ich nehme an, für die, die bisher nicht ganz so fleißig waren. Na, dann sind hoffentlich bald alle so fleißig, dass nur mehr der Pokal da steht. Und tschüss!